Wenn die Überschrift lautet Quellen des Arbeitsrechts und Sie sehen dort A, B, C, D, E, F. Und wenn wir das wirklich mal bildhaft nehmen als Quellen eines Flusses, da ist ein Fluss, der heißt Arbeitsrecht. Aber dieser Fluss Arbeitsrecht hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quellen. Dann können wir schon wieder sagen, das Ganze ist nicht einfach, sondern sechsfach. Sechs verschiedene Quellen machen die Sache nicht einfacher. Arbeitsrecht ist ein eher kompliziertes Rechtsgebiet. Quellen des Arbeitsrechts. Nee. Diese 95 Einzelgesetze, die Sie da vermutlich meinen, fassen wir jetzt unter einem Oberbegriff zusammen. A, Gesetze. Ja? A, Gesetze. Sie dürfen auch schreiben, diverse Einzelgesetze. Das dürfen Sie auch schreiben. Um es nochmal klar zu machen, es ist verstreut auf diverse Einzelgesetze. Das nehmen wir aber jetzt nur mal als eine Quelle. Diverse Einzelgesetze. Weil wenn wir jetzt alle Einzelgesetze hier hinschreiben als Quellen des Arbeitsrechts, dann werden wir heute nicht mehr fertig. Sondern wir fassen das jetzt zusammen als einen Punkt und sagen, eine Quelle des Arbeitsrechts sind diverse Einzelgesetze. Aber das ist längst nicht alles. Die zweite Quelle des Arbeitsrechts sind die Entscheidungen des BAG, des Bundesarbeitsgerichtes. Entscheidungen des BAG, des Bundesarbeitsgerichtes. Das ist das höchstinstanzlichste Gericht in Deutschland in Arbeitsrechtssachen. Wo ist das Bundesarbeitsgericht? Na, da war es mal. Da war es mal. Wo ist es heute? Das Bundesarbeitsgericht ist in Erfurt. In Erfurt. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das ist die höchste Instanz in arbeitsgerichtlichen Streitfällen und Sachverhalten. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das heißt, eine zweite Quelle neben den Gesetzen ist das sogenannte Richterrecht. Ja? Wenn wir sagen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, dann ist das Richterrecht. Nicht Gesetze, sondern Richterrecht. Und das ist gar nicht so wenig, dieses Richterrecht. Wir werden hier mehrfach darauf zu sprechen kommen. Und Sie wissen, ich sage Ihnen immer die Rechtsgrundlage. Aber es wird Sachverhalte geben in unserer folgenden Betrachtung, wo ich Ihnen die Rechtsgrundlage im Sinne von Paragraphen nicht geben kann, weil es sie nicht gibt. Sondern eine Grundsatzentscheidung des Bundesarbeitsgerichtes. Zum Beispiel zur Haftung des Arbeitnehmers. Wie haftet der Arbeitnehmer, wenn er am Arbeitsplatz einen Schaden anrichtet? Da gibt es eine spezielle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Kann ich einem Arbeitnehmer wegen Krankheit kündigen? Da gibt es spezielle Bedingungen des Bundesarbeitsgerichtes. Auch das ist eine Rechtsquelle hier. Ja, das ist die zweite Rechtsquelle. Wir fokussieren hier aber wirklich nur auf die entscheidenden Grundsatzurteile des Bundesarbeitsgerichtes. Bitte fangen Sie nicht an, sich gegenseitig per E-Mail irgendwelche Urteile um die Ohren zu ballern, die Sie in irgendeiner Fachzeitschrift finden. Ja? Sondern was hier relevant ist, ist eingearbeitet und die Informationen, die Sie brauchen, kriegen Sie. Was wir nicht tun dürfen, ist uns um Einzelurteile auf der Ebene der Arbeitsgerichte oder Landesarbeitsgerichte zu kümmern. Das sind keine Grundsatzentscheidungen, sondern Einzelfallentscheidungen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, nur weil irgendein Journalist irgendwie noch eine freie Fläche hatte in irgendeiner Fachzeitschrift, ja, und sagt, was schreibe ich denn noch, ich muss das Heft voll kriegen. Und dann flattert ihm aus irgendeinem Faxgerät irgendeine Entscheidung da und er denkt, ach, das könnte für meine Leserschaft ja ganz interessant sein und er druckt die da ab, zumindest in der Kurzfassung, dann ist das nur eine individuelle Entscheidung an diesem Gericht. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass ein anderer Richter am gleichen Gericht zur Entscheidung kommt, geschweige denn, dass einem anderen Gericht der Sachverhalt genauso entschieden würde.
Also den Fehler dürfen wir nicht machen, dass wir Einzelurteile verallgemeinern und dadurch allgemeine Prinzipien oder daraus allgemeine Prinzipien herleiten. Machen Sie bitte nicht diesen Fehler. Ja? Kümmern Sie sich um diese Sachen nicht. Blenden Sie die aus. Die brauchen wir hier nicht. Die relevanten Urteile, die bekommen Sie hier von mir.